Die Rababahn AG setzt nun neben dem Güterverkehr und den Regionalzügen, die zwischen Schopron, Wien, Wulkerbodersdorf, Deutschkreuz und Wiener Neustadt verkehren, verstärkt ebenso auf den touristischen Reiseverkehr innerhalb Ungarns. Die neue Intercity-Garnitur, die jetzt enthüllt wurde, soll von Schopron aus Budapest ganz bequem in weit weniger als 3 Stunden erreichen. Ja, der heutige kleine Festakt hier in Schopron bedeutet wieder einen Meilenstein in der Entwicklung der Rababahn, diesmal auf der ungarischen Seite. Wir haben ein Problem gehabt in den letzten Jahren mit der Qualität von Schnellzugwagen, Intercity-Wagen, die zwischen Szombathely, Csorna, Budapest bzw. zwischen Schopron und Budapest zum Einsatz gelangen. Der neue Rababahn Intercity bietet erste und zweite Klasse an und entspricht den Standards im modernen Fernreisezugverkehr. Wir haben nun damit aufgeholt, dass wir von den ÖBB Personenverkehrs AG 26 vierachsige RIC Reisezugwagen gekauft haben, aus zweiter Hand. Aber es ist uns gelungen, in unseren Werkstätten der Rababahn in Schopron bzw. Szombathely diese Schnellzugwagen sowohl optisch als auch technisch umzurüsten. Neben dem Intercity ist Dr. Chávez Ekay ebenso auf diese neue Triebwagengarnitur ganz stolz. Auf der anderen Seite, im Regionalverkehr in Ungarn, hat die Rababahn jetzt eine Bestellung aufgegeben für weitere 10 Elektrotriebwagen der Marke Stadler. Flirt oder Flirt, je nach Geschmack kann man das Englisch oder eben Deutsch bezeichnen. Die Rababahn hat 10 solcher Triebwagen bereits im Einsatz. Jetzt kommen dann ab dem Ende des nächsten Jahres weitere 10 solcher Garnituren zur Auslieferung. Und jetzt heißt es freie Fahrt für den neuen Rababahn Intercity Express.